Einen wunderschönen. Herzlich willkommen wieder zurück. Heute wieder Autodrive-Tutorial, Überladewagen, Abfahren zum Mähdrescher. War ein Wunsch, ist auch keine große Sache hier. Ein paar kleine Vorarbeiten, ein paar Einstellungsarbeiten, aber da quatsche ich gar nicht lange drum rum. Wir gehen erstmal gleich in den Überladewagen rein. Machen uns natürlich unten das Fenster auf, weil wir brauchen hier mal einen Abfahrkurs. Jetzt fahren wir erstmal ein Stück ran. Wir müssen jetzt leider Gottes einmal durch den Bestand fahren. Ich mache mir mal das Rohr mit auf. Ihr müsst wie immer als allererstes Feldrandkurs anlegen. Den habe ich hier schon, Feld 70. Und jetzt zeige ich euch, warum ich da so schräg ranfahre. Und zwar hier und machen uns hier wieder einen Nebenkurs. Den verbinden wir gleich, Feld 70, mit dem Stück. Und fahren jetzt so, naja, wir versuchen mal leicht schräg ranzukommen, dass das Rohr auch wirklich drin hängt. Und dann fahren wir gerade noch ein Stückchen weiter. Und dann können wir uns diesen Punkt hier gleich schon benennen. ÜLW abladen. Und von dort aus fahren wir gleich weiter und fahren hier wieder rein. Und wir beenden den Kurs. Warum fahre ich den Kurs so schräg an? Wenn ihr noch zwei, drei Schlepper dahinter habt und fahrt gerade daneben, befüllt ihr erst den hinteren und dann fahren alle los, wenn sie voll sind. Also fahrt so ein bisschen schräg ran. Jetzt können wir uns hier hinstellen. Wir gehen zum Mähdrescher rüber. Natürlich hat der einen Cosplay-Kurs zum Arbeiten drin. Das ist auch nicht weiter schlimm. Und zwar setzen wir ihn hier gleich mal an, und zwar den ersten Wegpunkt. Und dann können wir hier noch einige Einstellungen machen. Cosplay weg. Ihr müsst ihm unbedingt sagen, dass er auf Feld 70 fährt, immer auf dem gleichen Feld, wo ihr abfahren wollt. Und dann gucken wir einmal in die Einstellungen rein. Er hat hier einmal die metrische Einstellung. Er soll ihn, wenn er 60% voll ist, soll ihn abrufen. Er soll einen zweiten Ablader abrufen, wenn einer da wäre, ist er aber nicht. Also können wir das ausmachen. Und aktives Abfahren. Er soll eigentlich weiter dreschen, wenn er ablehnt. Das war die Einstellung. Der fährt jetzt wieder ab in den Überladewagen. Überladewagen muss hier unten auf Drescher abfahren stehen. Das heißt, auch hier muss Feld 70 ist drinne und hier die Abladeposition muss jetzt hier rein ÜLW abladen. Und zwar das, was wir neben dem Schlepper angelegt haben. Und dann müssten wir eigentlich schon starten können. Jetzt wartet er natürlich, bis der Kollege da hinten soweit ist. Ich mache hier mal die Spuren weg. Jetzt fährt er eben auch schon hinterher oder er fährt eine Runde rum. Ist das erste Vorgewende, ist immer ein bisschen was anderes. Und ich gehe jetzt in die Vogelperspektive. Ja, und wie ihr seht, es funktioniert. Es ist am Vorgewende immer ein bisschen spooky und schwierig. Man kann nicht wirklich irgendwas einstellen. Deswegen blieb er auch mehrmals stehen. Ich könnte das jetzt noch bis zum letzten durchlaufen lassen. Also er wird immer seine Spur abfahren. Ich persönlich mag es ja lieber, den Überladewagen schneller zu fahren. Oder selber zu fahren, Entschuldigung. Aber die Einstellung ist einfach und man kann es eigentlich verlassen. Und sie machen ihren Job eigentlich ganz gut. Wie immer bin ich natürlich für Tipps und Tricks und Anregungen dankbar. Ansonsten gibt es nichts großartig weiter zu sagen. Das nächste Tutorial steht an. Das muss auch wieder fertig gemacht werden. Lasst einen Daumen da, wenn es euch gefallen hat. Wenn es nicht, könnt ihr auch gerne reinschreiben. Kommentar ist auch gerne gewünscht. Ansonsten kennt ihr das Spiel. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Ciao.